Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück nach einer etwas längeren Pause hier bei Strategic Command World War II War in Europe im Multiplayer-Projekt gegen den Hobby-General. Wie gewohnt will ich am Beginn der Staffel so ein bisschen die strategische Lage einschätzen. Vorweg aber eine grundsätzliche Anmerkung. Es häufen sich jetzt so Kommentare wie, das Spiel wäre gewonnen für die ein oder andere Seite, darum geht es jetzt gar nicht. Ich finde das ein bisschen schade, weil da schwingt so ein bisschen mit, jetzt wird es ja irgendwie langweilig oder die Sache ist gegessen. Also, mal abgesehen davon, dass ich das noch nicht so sehe, also ich glaube nicht zum Beispiel, dass ich das schon irgendwie sicher in der Tasche habe. Tatsächlich sieht es im Moment nicht schlecht aus, aber eine Sache muss man wirklich bedenken. Im Moment bin ich in der deutlich komfortableren Situation, denn ich muss nur verteidigen. Das heißt, man muss einfach so ein bisschen darauf achten, dass man wichtige Positionen besetzt und ansonsten dem Gegner versuchen, seine Versorgung abzuschneiden. Der viel anspruchsvollere Job in diesem Spiel ist es, gut anzugreifen. Und das ist wirklich schwierig, weil man sehr gut Hauptquartiere, Versorgung und so weiter koordinieren muss, seine Angriffsspitze. Und ob mir das gut gelingt, das muss ich erstmal zeigen, weil wir sind noch an keiner Front wirklich selbst in der Offensive und die Königsdisziplin des Angriffs ist eine erfolgreiche maritime oder amphibische Landung zu bewerkstelligen. Das muss auch erstmal gelingen. Wir haben gesehen, dass das nicht einfach ist und all dies ist noch völlig unklar, ob den Alliierten das jetzt hier vernünftig gelingt. Insofern kann wirklich noch sehr, sehr viel passieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, selbst wenn sich ein Sieg abzeichnet, kennt das Spiel verschiedene Formen von Siegen. Es gibt einen entscheidenden Sieg. Das ist, wenn man zum Beispiel als Alliierter sowohl Italien als auch Deutschland zur Kapitulation zwingt. Es gibt aber auch eine Major Victory und eine Minor Victory mit verschiedenen Siegbedingungen und natürlich das Unentschieden und diese ganzen Konstellationen noch auf der Gegenseite. Das heißt, es gibt 7 verschiedene Möglichkeiten, wie dieses Spiel endet. Das heißt, selbst wenn es in Richtung Sieg geht, ist es immer noch sehr, sehr spannend, meines Erachtens, was einem dann am Ende gelingt, welche Form vom Sieg. Insofern, ich denke, der Hobbygeneral sieht das ähnlich, werden wir das hier bis zum Ende mit Energie und Einsatz durchkämpfen, um das Beste rauszuholen. Ne? Und insofern ist das nicht gerade unbedingt jetzt sinnvoll und motivierend, immer zuzuschreiben, die Sache ist gegessen, zumal, wie gesagt, auch in der Sache ich das nicht so richtig glaube. So, jetzt aber zur strategischen Lage. Als erstes Algerien, Nordafrika. Dort ist die Situation so, dass sich jetzt beide Kräfte in gewisser Weise erstmal in der Waage sind. Keine Seite hat richtig das Offensivpotenzial im Moment, um weiterzukommen. Aber ich denke, die Luftüberlegenheit ist auf unserer Seite. Das ist ja auch das strategische Ziel, das ich ausgerufen habe. Und das werde ich auch versuchen, jetzt noch weiterzutreiben, dass wir nicht nur die Luftüberlegenheit, sondern die Lufthoheit haben. Sodass dann, wenn die amerikanischen Panzer dort sind, 2 sind ja gewissermaßen auf dem Weg, dass wir dann selbst dort in die Offensive gehen können und irgendwann die Situation haben, dass wir von dort aus zum Beispiel nach Italien kommen können. Es gibt immer wieder Hinweise und Kommentare, ich sollte doch mal irgendwie so eine Art Fake-Landung irgendwo machen. Ich sage gleich, das wird es mit mir nicht geben. Meines Erachtens ist das in der Bilanz, natürlich muss er verlegen und sowas, für uns der schlechtere Weg. Man riskiert da sehr, sehr viel. Man muss sehr, sehr viel investieren. Amphibische Transporte sind unfassbar teuer und die nur so für eine Fake-Landung zu machen oder halt nur, dass man sich da nach 2 Runden wieder rausschießen lässt. Da bin ich kein Freund von. Wenn man irgendwo Landungsoperationen macht, dann müssen die gut vorbereitet sein und dann muss man auch erfolgreich damit sein können und dort bleiben. Alles andere möchte ich nicht organisieren und planen. So, im Irak sieht es knifflig aus. Wir sind dort strukturell unterlegen im Moment. Er hat dort viele Kräfte hingetan. Ich glaube, es sind 3 Armeen, die er dort hat. Das ist deutlich mehr, als wir haben. Wir versuchen gerade so einen Tanz auf Messerschneide, so mit hohen Verlusten oder mit angeschlagenen Truppen das Beste da irgendwie rauszuholen. Ich bin gespannt, ob wir jetzt dort eine Einheit verlieren und wie sich die Situation dort entwickelt wird. Also das ist nicht ganz einfach. Immerhin, wir haben Panzer dort angelandet. Und immerhin in Persien sieht die Sache wiederum sehr gut aus. Da erobern wir systematisch zurück. Aber Irak ist heikel. Ich denke nicht, dass wir das irgendwie komplett verlieren werden. Aber es sieht, also diese Hoffnung, dass wir da schnell überlegen sein können, die bewahrheitet sich im Moment nicht, weil er eben auch viel dort investiert. Was wiederum auch gut ist für uns an anderer Stelle.
Die Sowjetunion. Er hat dort offensichtlich zwei Angriffsarmeen in der Planung gehabt. Davon ist eigentlich eine nur noch wirklich aktiv, das ist die südliche. Dort hat er drei, vielleicht vier Panzer, die dort im Einsatz sind. Und das ist ganz spannend. Wir haben dort sehr Gutes erreicht. Wir haben nämlich zwei seiner mechanisierten Infanteristen erledigt. Die sind sehr wertvoll und sehr gut für die Offensive gewesen. Das war ein echter Erfolg dort im Süden. Aber er kann natürlich dort weiter vorrücken. Er ist dort uns nach wie vor deutlich überlegen, entschuldigt. Und jetzt wird spannend, in welche Richtung er weiter vorgeht. Geht er weiter Richtung Süden, Richtung Stalingrad? Oder dreht er Richtung Norden, Richtung Moskau ab mit seinen Panzern? Das müssen wir beobachten. Mehr als irgendwie gut verteidigen, so wie wir es jetzt gemacht haben, können wir dort nicht. Interessant ist die Situation zwischen Kiew und Smolensk, denn dort, Kiew war ja eingeschlossen und ich habe mich für ein sehr riskantes Manöver entschieden, nämlich zu versuchen, mit den Einheiten irgendwie nordwärts auszubrechen. Das hat insofern geklappt, als dass er. Ja, das letzte Mal zwei seiner Armeen, das waren seine einzigen wirklich offensiv starken Einheiten dort, in höchste Gefahr gebracht hat. Eine davon haben wir auch erledigen können, die andere ist nicht versorgt, um unser Hauptquartier um Schukow zu jagen. Ja, das führte dazu, dass wir dort in einer ganz guten Situation sind, aber auch noch nicht so, dass wir sicher Kiew wieder befreit haben. Das wird sehr spannend sein, ob das am Ende gelingen kann. Man muss auch bedenken, dass wir ihm ja einige Panzer weggenommen haben, die aber irgendwann jetzt auch wieder kommen sollten. Die wird er sicher nachgebaut haben und es kann natürlich gut sein, dass er die dort wieder zum Einsatz bringt. Also die Sache ist nicht entschieden, wobei dort er, also Smolensk scheint mir super sicher zu sein. Er hat dort eigentlich kein wirkliches Offensivpotenzial mehr. Das ist jetzt schon fast ein Unentschieden. Unsere Angriffstruppen, die kommen erst im Laufe des Winters. Es gab einige Kommentare, die sagten, ich sollte doch jetzt offensiv werden. Wir sind strukturell dort überhaupt noch nicht in der Lage, wirklich offensiv zu werden. In die Offensive zu gehen, ist was ganz anderes, als mit Korps und ein paar Pieksereien zu verteidigen. Da braucht man ganz andere Mittel, Technologieeinheiten, Hauptquartiere und so weiter. Ich hatte ja schon gesagt, im Frühjahr 43 werden wir möglicherweise soweit sein, wirklich eine erste Gegenoffensive zu starten. Dann ist noch interessant Finnland. Da habe ich ja im Kopf, dass man vielleicht so eine Art Mission startet, um Finnland wieder frei zu bekommen, also beziehungsweise die Eisenbahnlinie dort, damit wir dort die Ressourcen bekommen, die ja sehr lukrativ sind. Aus 40 MPP werden 80. Ob wir das noch vor dem Winter hinbekommen, weiß ich nicht. Wir brauchen ein Hauptquartier dafür. Müssen wir mal gucken, ob das möglich ist. Ist immer noch eine Idee, aber nicht sicher, ob das umsetzbar ist. Ansonsten, Luftkrieg Europa, habt ihr mich zu Recht darauf hingewiesen, dass ich nicht gut unterschieden habe zwischen Ortschaften und Großstädten. Da sind die MPPs unterschiedlich wert, das ist mir theoretisch bewusst, aber ich hatte nicht richtig darauf geachtet. Und wir sollten tatsächlich nochmal gucken, ob wir nicht doch Industrieanlagen noch angreifen können. Ich habe das vermieden, weil ich weiß, dass er an zwei Stellen definitiv Luftabwehr hat. Aber das können wir auch nochmal prüfen. Vielleicht hat er sie auch schon wieder weggezogen. Also da kann man sich ja noch ein bisschen optimieren. So, das war es jetzt eigentlich zur Vorbereitung. Wir wollen uns die Wiederholung der letzten Runde anzeigen lassen und ich bin gespannt, was da passiert. Schauen wir mal. So, Irak, der Panzer. Der Panzer wird tot gehen. Okay, alles klar. Das ist natürlich bitte. Ei, okay, ja, gut, er macht das. Nein! Der Panzer lebt! Nein, der Panzer lebt. Doch, der Panzer lebt! Oh mein Gott. Aber er kriegt Tikrit. Ach du Scheiße. Okay, wow. Aber ob wir den dann noch retten können, bezweifle ich so ein bisschen. Oh mein Gott, dann das Hauptquartier auch hart angeschlagen. Das ist eine schwierige Situation dort. Na gut, gucken wir erstmal hier. Er versucht, und das muss er auch, Babrujusk zu erobern. Denn das ist für seinen Nachschub entscheidend. Bleibt wieder einer stehen. Oh, mit der Garnison kriegt er es hin. Wow. So, die Partisanen, die ich immer vergesse, die Armen, das ist wirklich ein bisschen doof. So, da zieht er jetzt ein. Das wird seine Nachschubsituation deutlich verbessern. Mal gucken, er zieht tatsächlich hoch. Das hatte ich ja befürchtet. Das war insofern nicht so gut, dass wir das Korps platziert haben. Aber auch da bleibt noch einer stehen. Ein bisschen Glück gehabt. Hier greift er über den Fluss an. Das ist nicht erfolgreich. Da kommt er mit einer Garnison. So, jetzt sind die Panzer am Start. Die versuchen es natürlich jetzt. Klar, da ist seine Power.
Aber die Städte zu knacken ist natürlich trotzdem immer ein bisschen schwieriger. Das sehen wir jetzt. Und leider sind die Fallschirmjäger erledigt worden. Ja, die ist sicher nicht so gut von mir, dass ich die für solche Einsätze gewissermaßen verschwende. Ja, okay, also er zieht nicht in Stalingrad, sondern er zieht weiter nordwärts. Interessant. So, die Armee hat er jetzt erstmal wieder in die Versorgung gebracht. Mal gucken, ob er die wirklich retten kann. Das wird sich zeigen. Da zieht er zurück. Okay, wow. Murmansk versucht er vergeblich anzugreifen. Erstaunlich, dass er es da immer wieder wissen will. Okay, da kriegt er 2-1. Das ist soweit. Das ist natürlich unschön, dass sie sich da rausgezogen haben. Ja, okay. Ist halt, wie es ist. Die sind da jetzt auch nicht mehr. Die sind nicht mehr versorgt. Das ist jetzt tatsächlich für ihn ein Kessel. Die kann er wegbringen. Allerdings, mal gucken. Ich sehe da unten Möglichkeiten. Mal sehen. Da zieht er sich auch zurück. Er kommt mit seinen U-Booten, mit seinem U-Boot da rein. Das ist überraschend. Da unten geht er lang. Da hat er doch überhaupt gar keine Versorgung. Ernsthaft? Okay. Na, jetzt haut er uns die Flugzeuge weg. Das ist natürlich unschön. Macht er quasi dasselbe, was wir vorhaben. Ob er uns das kaputt machen kann? Oh ja, das tut weh. Das hat er nicht schlecht gemacht. Die Frage ist, na, mal gucken. So, das U-Boot geht aggressiv vor. Das war's. Sind ein paar knifflige Situationen entstanden für uns. Naja, mal sehen. Der taktische Bomber tut am meisten weh, wobei wir ihn relativ schnell auch wieder hinbringen können. Den brauchen wir ja nur verlegen. Er hat wieder hier einmal Nachschubmangel. Sind die Italiener, die da unten geschickt hat, ne? Kommunistische Partei, Nationalbefreiungsfront Albanien. Hier haben wir gestört. Okay. Da sehen wir, dass da eine Garnison steht. Und wir kriegen Befehlshaber. Einen kanadischen. Und wir kriegen einen Panzer. Das war's. Naja. Puh. Er hat jetzt hier Versorgung 1. Das ist auch nicht so dolle. Da können wir ihn also richtig noch ein bisschen piesacken. Uiuiuiui. Hier haben wir Gott sei Dank überlebt. Das ist gut. Und hier unten wird es besonders spannend, was wir aus der Nummer jetzt hier machen. Das Korps. Quatsch, das Korps. Das kommt noch nicht mal nach Bagdad. Das wäre natürlich jetzt super gewesen. Und ich, Idiot, habe einen Fehler hier gemacht. Ja, genau. Das ist ein richtiger doofer Fehler gewesen. Ich bin nämlich hier aus der Versorgung 5 rausgegangen. Beim Anlanden bin sie automatisch weitergezogen, was dazu geführt hat, dass wir jetzt nicht verlegen können. Das werden wir jetzt bereuen. Diese Einheit hat allerdings 0 auch, ne? Das ist natürlich auch schlecht. Die hat 2-2. Naja, gut, immerhin, die können wir zurückbringen. Die können wir auch in Sicherheit bringen. Naja, gut, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Jo, schauen wir mal. Spannende Situation. Er hat hier Versorgung 2. Das ist eigentlich eine perfekte Gelegenheit, um die hier irgendwie abzuschneiden und zu erledigen. Mal sehen. Also, bis gleich. Okay, dann fangen wir an, wie gewohnt in Algerien. Hier hat er ganz offensichtlich also jetzt hier ein Korps gegen unser Flugzeug getauscht, weil dieses Korps, das ist einfach verloren, so wie es er da positioniert hat. Das ist natürlich kurzfristig ein guter Deal, erstmal Korps gegen Flugzeug. Der Punkt ist einfach, ich kann das Flugzeug nachbauen und hier sofort einsetzen. Wenn ich das Korps zerstöre oder wenn das weg ist, dann hat er es ein bisschen aufwendiger, um es hier rüber zu bringen. Insofern bin ich nicht ganz sicher, ob es der beste Deal ist. Wir werden jetzt nicht angreifen, sondern wir werden es einfach hier abschneiden und dann einfach ignorieren. Es hat Versorgung 0, es kann sich dann, kann nicht mehr angreifen, kann uns dort also nicht gefährlich werden. Wir werden dieses australische Korps deshalb hier rüberziehen. Wir können immer noch einen 0-1er-Angriff machen, den machen wir dann auch. Oh nein, ernsthaft? Okay, toll. Na gut, 1-1 ist draus geworden. Ihr seht, wir haben hier 5
Versorgung, das ist wirklich in Ordnung. Und die Lücke schließen wir einfach mit dem britischen Korps hier. Die Armee ziehe ich nicht runter. Hier können wir sogar 0-2 angreifen. Ach, wir kriegen auch noch wieder einen Schaden. Naja. So, und das amerikanische Korps ziehen wir dann auch ein vor. So. Und in diesem Fall werde ich, glaube ich, sogar Montgomery weg vorziehen müssen, denn wir müssen hier den amerikanischen Panzer hier landen. Das ist jetzt wichtig. Insofern habe ich tatsächlich auch eine Sache hier übersehen oder nicht richtig kalkuliert. Wir können den Flugzeugträger, wir können die Flugzeuge im Moment hier nicht reparieren, weil wir dort landen müssen. Wir müssen die also wieder rausziehen. Ja, dann in der nächsten Runde würde ich sagen, das ist nämlich jetzt wirklich wichtig. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass hier nichts mehr ist, aber naja, wir checken es lieber ab. Ja, das ist richtig. Und dann machen wir das so. Wir ziehen das Hauptquartier hier hin. Ziehen den Flugzeugträger ein zurück. Und bewegen uns. Ja, wir müssen kreuzen mit dem Panzer dort rein. Und laden ihn dort aus. Er könnte noch ein bisschen weiter, aber da ist jetzt kein Platz. Außer wir bringen das... Naja, das macht keinen Sinn. Nee, nee. Das lassen wir mal so. Immerhin, wir haben jetzt einen amerikanischen Panzer, der dann sogar auch noch verbessert werden kann. Aber natürlich nicht diese Runde. In der nächsten Runde wird hier nichts anlanden. Deswegen können wir zumindest jetzt den Flugzeugträger dorthin bringen. Und diese drei Flugzeuge könnten vielleicht sogar noch zumindest scouten. Ich weiß gar nicht, wir gehen mal auf Jagdflugzeug sowieso. Nein, was mache ich denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, alles klar. Das... Ja, toll. Wir können also nicht das nächste... Oh, diese Verklicker. Ich dachte, die Zeit wäre vorbei. Leider kann man bei... bei Seeeinheiten Züge nicht rückgängig machen. Naja, gut. Wir haben nur eine Runde verloren. Der Flugzeugträger wird, denke ich, nicht beschädigt werden. Wir bringen ihn jetzt hier wieder zurück. Das kann doch nicht wahr sein. Wir bringen ihn hier... Ja, naja, gut. Oh, ätzend, ätzend, ätzend. Naja. Ja, ich wollte ihn natürlich in den Hafen bringen, um ihn dann in der nächsten Runde zu reparieren. Das geht jetzt wieder nicht. Also eine Runde leider verloren durch diese Sache. Hier aber immerhin haben wir ihn in einem Hafen. Hier können wir verstärken die Flugzeuge. Leider nur um 4 Punkte, weil es ein 5er-Hafen ist. Das wäre ein 10er-Hafen. Der ist deshalb besonders wichtig. So. Hier könnten wir einen 2-1er-Angriff machen. Ist das sinnvoll oder nicht? Bin mir nicht ganz sicher. Über den Fluss hinweg sind wir trotzdem besser als er. Ja, das mache ich mal noch nicht. Müssen wir erstmal sehen. Okay, hier rücken wir nicht weiter vor. Was wir machen, wir werden wieder mit dem Marinebomber hier ein bisschen scouten und gucken, was hier auf der Strecke so los ist. Wie fliegen wir? So am besten, würde ich sagen. Okay, wir sehen dort hinten 2 Flugzeuge. Die hat er relativ weit jetzt zurückgezogen. Wir können nochmal fliegen. Vielleicht sehen wir da noch mehr. Ja, da hinten ist noch ein anderes Flugzeug. Ja, er hat nicht mehr viel stehen. Kann gut sein, dass er jetzt auch hier Flugzeuge abgezogen hat, was ich an seiner Stelle vermutlich auch gemacht hätte. Die Frage ist, sind wir irgendwo in Schlagreichweite, um hier noch was zu erreichen? Wir haben ja hier noch einen Flugzeugträger. Und jetzt ist die Frage, ihr habt mich darauf hingewiesen, dass man mit denen im Jagdmodus zumindest gegen die Jagdflugzeuge mehr erreichen kann. Jetzt gucken wir mal, wie weit reichen unsere taktischen Bomber, die noch einsatzfähig sind, da nicht hin. Oh, das ist natürlich schade. Das ist ja wirklich, wirklich schade. Okay, hier ist die Luftverteidigung. Da können wir nicht viel erreichen. Gegen das italienische Hauptquartier ein bisschen was. Hier könnten wir 0-2 zumindest machen. Ah, schade. Okay, da sind wir außer Reichweite. Ja, der hat sie aus der Reichweite gezogen. Das war ja durchaus dann ein kluges Manöver von ihm. Wir könnten die bombardieren. Ist aber vielleicht sogar ein bisschen verschwendet. Gut, bringt Erfahrung, aber wir könnten die auch endlich mal upgraden. Wäre vielleicht auch ganz sinnvoll. Aber was wir halt machen könnten, wir könnten mit dem Flugzeugträger los. Mhm.
Ja, und ich bin mir nicht ganz sicher, in welchem Modus man jetzt angreift. Gegen, zum Beispiel gegen die mittleren Bomber. Greift man jetzt im Bomber-Modus an? Ich glaube, gegen die mittleren Bomber ist der Bomber-Modus noch in Ordnung. Haben die alle so eine schlechte Reichweite? Nee, der hat ein besserer, aber er kommt da auch nicht hin. Zwei Felder fehlen. Ja, wird Zeit, dass wir hier ein bisschen vorrücken, um eben mit unseren Flugzeugen ein bisschen bessere Schlagreichweite zu kommen. Okay, wir testen es einfach mal. Wir werden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir müssen uns da schon hinbewegen. Was für ein Modus bin ich jetzt? Ich bin im Bomber-Modus. Ich glaube, im Bomber-Modus geht das gegen die mittleren Bomber. Was hatte ich gesagt? Hierhin, ne? Nee, da war es offensichtlich nicht. So, noch ein weiter. 2-1. Leider nur 1-1. Schade drum. Jetzt sind es 2-1 geworden. Naja. Ja, jetzt fehlt uns natürlich ein weiterer Flugzeugträger, um da wirklich kurzen Prozess zu machen. Die drei, die können dort nicht hinfliegen. Ja, naja, das ist nicht so schön gelaufen, ehrlich gesagt. Wir werden unsere Schlachtschiffe hier positionieren, um auf Nummer sicher zu gehen, dass er uns hier nichts tut. Wobei er hat kaum noch Potenzial, um uns hier wirklich was zu tun. Aber sicher ist sicher. So. Okay, soweit dazu. Wir werden hier noch ein bisschen weiter rumgucken, was er hier so hat. Aha, da haben wir. Was ist das denn bitte? Ui, die sind sogar. Okay, Motortorpedoboote hat er gebaut. Die sind gegen U-Boote offensichtlich ganz gut im Angriff gegen Seeeinheiten. Relativ schwach. Zwei. Ja, das ist natürlich für die U-Boote jetzt ärgerlich. Wenn er davon mehr gebaut hat, dann tut das weh, wenn wir jetzt hier so weiter locker flockig rumfahren. Aber gut, wir wissen, was er da hat. Ja, ich fahre trotzdem natürlich ein bisschen weiter noch rum. Wir müssen einfach erkunden, was hier los ist. Und hier fahren wir ebenfalls ein bisschen rum und legen uns hier hin, falls er da noch was rüber transportiert. Können wir ihn auf diese Art und Weise vielleicht erwischen, aber glaube ich eher nicht, dass er hier noch viel hinbringt. Ich würde es zumindest nicht machen. So, jetzt ist die Frage, fliegen wir jetzt hier Einsätze zum Beispiel gegen das Korps oder nutzen wir eigentlich die Gelegenheit einfach mal für Upgrades? Ich denke ja, Marinewaffen brauchen wir nicht, aber das ist hier sehr, sehr wichtig. Da investieren wir mal. So. Hier würde ich sagen, machen wir auch Upgrade-Erdkampfwaffen. Weil für unsere Offensive wird das entscheidend sein. Hier müssen wir schön verstärken. Das kostet uns ziemlich viel, ist aber wichtig. Der einzige, der jetzt hier keinen Einsatz geflogen hat, ist das Jagdflugzeug hier. Da können wir auch nicht viel machen. Er ist halt nicht in Reichweite. Ja, dann ist das so. Dann werden wir natürlich die Franzosen nochmal verstärken, so gut es geht. Und wir haben sogar hier Elite-Verstärkung, die möglich ist. Auf 11, das machen wir natürlich auch. So, dann können wir die noch auf 10 bringen. Und werden das nächste Mal mit dem Panzer, denke ich mal, hier hinfahren. Und dann durchaus schon hier eine etwas größere Bedrohung darstellen. Und dann wird es spannend sein, wie wir die Luftabwehr irgendwie ausschalten. Mal gucken. Wichtig ist, dass wir seine Bomberfähigkeiten hier reduzieren. Die Jagdflugzeuge sind, glaube ich, nicht so ein großes Problem. Die können wir, deren Abfangaktionen können wir problemlos ins Leere laufen lassen, indem wir einfach hier zum Beispiel Marinebomber hinfliegen und ihn fliegen lassen. Das ist nicht das Thema. Aber die Bomber, die sollten weg hier. Gut, soweit so gut. Hier ist eine wichtige Sache, die ich das letzte Mal vergessen habe, nämlich tatsächlich. Auch ärgerlich hier dieses Transportschiff. Das muss hier zum Persischen Golf. Leider auch sehr wichtig eigentlich. So, da werde ich auch nicht mal aufklären, weil ich mir inzwischen relativ sicher bin, dass er eigentlich hier nichts mehr hat. Das bringen wir noch ein bisschen raus. Und dann sind wir zumindest hier
durch mit der Angelegenheit. Die lassen wir erstmal noch da stehen. Und ja, das wäre es hier. Okay, dann kommen wir zu diesem hochgradig spannenden Bereich. Und hier wirklich ein Fehler, ein echter Micromanagement-Fehler, dass ich hier noch weitergezogen bin. Ich hatte es vorhin erläutert, wir hätten wunderbar verlegen können, nach Bagdad verlegen können, damit wäre Bagdad absolut sicher gewesen. Richtig doof. Was klar ist, dass O'Connor zurück muss. Und normalerweise am liebsten in die Stadt, aber das ist mir fast schon wieder zu heikel, aber wohl, er kann dann mit einer Versorgung von 0 kommt er da nicht hin. Wir gehen also mit O'Connor zurück in die Stadt. So, das ist das Erste. Das Blöde ist, ich kann Bagdad nicht verteidigen mit, also mit was soll ich Bagdad verteidigen? Also mit dem Panzer geht's nicht, das Korps kommt dort nicht hin, das wäre sonst das Beste. Verlegen geht auch nicht. Aus diesem Grunde werde ich Bagdad mit den Flugzeugen verteidigen. Flugzeuge können wir auch am ehesten nachbauen und so. Er wird mit Versorgungs 0 dort nicht viel erreichen können. Die wird sich jetzt, glaube ich, in seiner Runde erstmal auch nicht verbessern. Hier wird er natürlich vorrücken können, aber ob er die 8er rausbekommt. Er hat jetzt mit Tikrit natürlich eine Versorgung. Ne? Also auch eine, das ist hier für ihn die entscheidende Versorgung, weil hier die Eisenbahn kommt. Ja, ist wie es ist. Aber wir werden versuchen, ihm diese Versorgung wieder abzuschneiden, indem wir mal hübsch mit unserem Chor hier in Richtung Mossul gehen. Ja, wenn wir das nämlich erreichen, dann sieht er hier alt aus. Dann werde ich auch mit dieser Armee hier ablenken. Nein, das ist das falsche Wort. Also ich werde hier abdrehen, das wollte ich sagen. Weil hier brauchen wir sie dringender jetzt als dort. Ich weiß nicht, hier muss irgendwo noch ein Panzer sein, aber ich weiß nicht, wo der ist. Wir haben jetzt hier Versorgung 4. Hier scheint es ja freigezogen zu sein. Deswegen ziehe ich jetzt mal dort rein. Okay. Keine Ahnung, wo er den Panzer hat. So, unser Panzer, also ein bisschen sollte er natürlich auf jeden Fall. Ich werde ihn jetzt mal hier hinbringen, damit wir das nächste Mal zumindest eine Verlegung machen können. Ja, da könnten wir nämlich nach Bagdad verlegen, weil so kommt er. Mit Gewaltmarsch würde er auch hinkommen, aber Verlegung kostet weniger Moral. So, jetzt werde ich den Panzer, soweit es geht, zurückziehen. Und die Frage ist, wo ist, soweit es geht? Ich würde sagen, hierhin. Und da werde ich nämlich das Korps auch verlegen. Ich werde Ramadi aufgeben, mit dem Korps mich hierhin bewegen und mit dem Panzer dort. Und der Panzer müsste eigentlich geschützt sein. Der ist hier die wertvollere Einheit. Und wir gucken mal, wie der Supply dann in der nächsten Runde aussieht. Leider nur 3, hier immerhin 5. Ja, er wird weiter vorgehen können, aber wir haben jetzt an eine Armee und ein Panzer in der Nähe. Ich denke, wir sollten dann einigermaßen uns hier stabilisieren können. So, das Flugzeug könnte vielleicht hops gehen, das, oder das Chor, das wird sich zeigen. Also, es sieht hier nicht so toll aus, aber jetzt auch nicht so, dass man irgendwie Panik bekommen muss. Soweit Irak und Persien. Hier habe ich, glaube ich, jetzt auch alles bewegt. Dann kommen wir mal zu den Flotten. Und ich werde jetzt eine neue Strategie nutzen, was die ganzen Zerstörerbewegungen betrifft. Ganz offensichtlich hat er das Raiden komplett aufgegeben. Insofern spare ich mir jetzt dieses 10 Minuten Micromanagement hin und her ziehen der Zerstörer. Das ist einfach nur lästig. Wir sehen ja, wenn er irgendwann mal wieder raidet, taucht da was auf. Dann werden wir aktiv werden. Bis dahin nicht. Wir werden eine kleine Änderung machen oder vielleicht sogar zwei. Wir werden 2 Zerstörer hier ins Mittelmeer bringen, vielleicht ins Schwarze Meer bringen, denn wir haben gesehen, er hat ein U-Boot hierher gebracht. Das werden wir versuchen, jetzt auch direkt zu finden. Er muss ja hier an unserem Zerstörer vorbeigetaucht sein. Ja, wo er da jetzt auch wieder hin... Ah, vermutlich ist er hier in... Ja, da wird er in den Hafen gelaufen sein. Nee. Keine Ahnung, wo... Hier, in dem Hafen? Das ist ja ein Ding. Mit dem will ich jetzt nicht unbedingt das U-Boot suchen. Das wäre unschön. Der leichte Kräuter, der kann sich da auch hinten mal hin bewegen. Im Hafen liegt er auf jeden Fall sicherer. Tja. Gut, finden wir erstmal nicht. Ja, also der Plan ist, dass ich 2 gute Zerstörer, und ich denke, hier werde ich durchaus auch amerikanische nehmen, dass ich die ins Mittelmeer bewege und versuche, dieses U-Boot jetzt auf diese Art und Weise zu jagen.
Nummer 1 kreuzt hier rein. Wo haben wir? Haben wir noch einen amerikanischen Zerstörer hier in der Nähe? Das ist, glaube ich, kein Zerstörer. Nee, nehmen wir ein anderes Schiff. Hier. Ja, das ist ein Neuner. Aber was Besseres liegt jetzt gerade nicht in der Nähe. Nehmen wir das hier. Und bringt das dann auch hier hin. So, und dann wissen wir, er hat hier ein zweites U-Boot. Hier allerdings, das werde ich nicht jagen. Also hier werde ich keine Zerstörer in die Ostsee bringen, weil das würden wir nicht überleben. Einfach aus dem Grund, weil er hier noch einen Flugzeugträger hat. Und da, wenn wir irgendwie auftauchen, er sieht das ja. Wir kommen ja hier nicht vorbei, ohne dass er es sieht. Dann wird er mit seinem Flugzeugträger uns die Zerstörer wegknallen. Das ist nicht sinnvoll. Allerdings werde ich hier mal zwei Zerstörer positionieren. Und ansonsten mich jetzt hier auch nicht großartig weiter bemühen und bewegen, ihn zu finden. Er macht offensichtlich nichts. Die Frage ist, was haben wir denn hier an Zerstörern? In der Nähe gar nichts. Okay, da ist noch einer. Allerdings ein Achter. Den kann ich ja mal in den Hafen bringen und dann später für diesen Einsatz nutzen. Bringen wir ihn mal hier hin. Muss ich nur das nächste Mal dran denken. Und von oben holen wir einen runter. Ja, hier ist auch ein Zehner. Den bringen wir ja nicht direkt an seinen Häfen vorbei, das wäre ein bisschen unschön. Den bringen wir mal hier dann hin. Genau, da soll er ja auch ungefähr so stationiert sein. Vielleicht haben wir eine Chance, falls er mit dem U-Boot dann nochmal rausfährt, es zu erwischen. Mit denen hier ist jetzt mal spannend, was er hier liegen hat. Mit dem U-Boot gucken wir uns das mal an. Nichts ernsthaft. Okay, wow. Cuxhaven. Aha. Da hat er die Admiral Scheer. Ja. Damit wird er vermutlich auch nicht viel tun. Okay, jetzt sieht er uns natürlich, weil wir hier zwischen den Inseln liegen. Geht nicht anders, aber er wird sicher kein Flugzeug jetzt extra deswegen verlegen. Das ist, denke ich, kein Problem. Gut. Soweit, so gut. So, das heißt, wir ersparen uns diesen ganzen Kram hier, bewegen jetzt gar nichts mehr, weil es einfach Unsinn ist. Und konzentrieren uns jetzt nochmal auf die strategischen Bomber. So, ich denke mal, wir versuchen mal, ob diese Bray-Mine von ihm geschützt ist. Das checken wir mal aus. Das bringt auf jeden Fall was, wenn wir es erwischen. Ja, oh, er hat Abfangjäger. Haben wir Begleitschutz? Ja, haben wir es. Oh, er hat halt tatsächlich dort Flugzeuge stationiert. Ist ja auch in Ordnung. Wir verlieren ein. Okay. Wir verlieren zwei. Bomben, aber zwei rein. Naja, okay. Ich würde sagen, wir fliegen dann nochmal. Jetzt machen wir auch mal einen Schaden. Wir kriegen allerdings drei. Warum sind seine Flugzeuge so viel, viel besser? Okay, wow. Ich habe das Gefühl, das tut uns jetzt gerade mehr weh als ihm. Allerdings hat er jetzt keine Abfang, also keine Abfangjäger mehr. Deswegen bomben wir mal hier weiter runter. Ja, genau. Jetzt können wir das in Ruhe wegbomben. Auf null. So, das heißt, da würde er normalerweise. Das hat er 220 bekommen. Ich glaube, ne? Die haben wir ihm jetzt weggenommen. Das ist aber nicht nur die 1x20, sondern die regenerieren sich auch nur langsam. Das heißt, das skaliert mit. Also der Effekt ist schon deutlich größer. Allerdings sind die Kosten im Moment auch relativ hoch für uns. Warum wir so schlecht abgeschnitten haben mit den Jagdflugzeugen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hat er schon Dreier-Jagdflugzeuge? Bin mir nicht ganz sicher. Naja, okay. Das wäre das erstmal. Weil die alle im Einsatz waren, können wir sie auch nicht upgraden, reparieren. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Bilanz ist im Moment. Das heißt, das wäre erstmal alles, was wir mit den Amerikanern und Briten machen können. Wir gucken mal, ob wir irgendwas Günstiges zurückkaufen können bei den. Nee, können wir nur bei den Amerikanern, nämlich den taktischen Bomber. Werde ich auf jeden Fall auch machen. Langstreckenflugzeug, Marinewaffen benötigen wir nicht. Kostet uns 162, kein Problem. So, dann gucken wir bei der Forschung. Da will ich noch ein bisschen was machen. Und zwar bei den Amerikanern auf jeden Fall. Oh ne, wir sind hier schon.
In der letzten Stufe Logistik, da brauche ich nichts mehr investieren. Hier sind wir auch durch. Wir haben gar nicht mehr so viel dringende Forschungsprojekte im Moment. Ich werde den letzten Punkt für amphibische Kriegsführung nutzen. So, dann haben wir nur noch 168. Da kann ich keinen strategischen Bomber mehr entwickeln. Das heißt, den Rest sparen wir uns auf. Bei den Briten sind wir bei 297. Ja, das ist ganz ordentlich. Ich denke, also es gibt hier zwei Produktionstech, wäre ganz nett. Aber es, vielleicht gönnen wir uns auch für die Briten noch. Warte mal. Ja. Vielleicht gönnen wir uns hier noch eine Armee oder am besten sogar noch einen Panzer. Der kostet uns 250, 300. Haben wir gerade nicht. Schade, 3 Punkte. Der Panzer ist aber nicht schlecht, wenn wir den auch noch in den Irak bringen könnten. Dann hätten wir da 3 Panzer und 2 Armeen und damit sollten wir das aufräumen. Oder wir gehen in Produktionstech. Nee, kommt. Wir gönnen uns den Panzer. Mobilität hat er dann eben nicht. Müssen wir vielleicht nachholen. Also den gönnen wir uns, gehen wir dann doch nicht in die Technologie. Soweit erstmal dazu. Ja, einen kanadischen Befehlshaber weiß ich noch nicht so richtig, was ich mit dem mache. Den bringen wir erstmal nach Halifax, müssen wir. Der kann eigentlich nur, der kann natürlich Versorgung an alle verteilen, aber positive Effekte auf die Kampfstärke hat er nur bei kanadischen Einheiten. Wo haben wir im Moment kanadische Einheiten? Wir haben hier einen kanadischen Panzer. Das ist es, glaube ich, was wir an kanadischen Einheiten haben, oder? Ja. Ich gucke mal. Das ist natürlich ungünstig, wenn wir die jetzt verteilt hätten. Das ist eine britische Armee, das auch australisch, aber keine Kanadier. Nee. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts Kanadisches. Sehen wir das eigentlich auf dieser Karte? Nee, doch hier. Da sehen wir das tatsächlich flaggenmäßig. Ah, wir haben hier ein kanadisches Korps noch liegen. Das haben wir dort. Ja, aber das jetzt extra deswegen verlegen, scheint mir jetzt auch nicht sinnvoll zu sein. Na, mal sehen. Ich denke, ich werde es auch in den Irak bringen. Da können wir nämlich immerhin eine Versorgungskette dann bauen. Außerdem bringt das dann für den Panzer noch was. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir damit machen können. So, dann kommen wir zu den Sowjets. Hier haben wir uns schon gesucht. Hier ist eine interessante Situation jetzt entstanden. Er hat hier jetzt mit den rumänischen Truppen eine Offensive gestartet, hat uns hier ein bisschen gekesselt. Wir sind aus Mariupol raus. Ich denke, wir sollten versuchen. Die werden auch jetzt eingeschlossen werden. Das können wir nicht retten. Da werden wir uns einfach reinstellen. Wir haben hier einfach zu viele Truppen gebunden. Ich würde vorschlagen, versuchen hier die Korps einfach rauszuholen und davon ein paar Korps einfach hier hinten abzuziehen, um sie dann hier in die Verteidigung hier zu bringen. Da brauchen wir sie mehr als dort. Das ist nämlich alles ein bisschen fett. Also wir machen Folgendes. Wir werden, und auch die Raketenartillerie brauchen wir eigentlich absolut nicht. Die werde ich da auch rausziehen aus der Krim. Ja, die Frage ist, wenn ich hier den Sechser hier reinziehe, überlebt er oder überlebt er nicht? Das ist die große Frage. Also ich beginne mal mit dem Abzug. Wir können hier sogar einen Gewaltmarsch machen, das ist okay. Passt auf, wir ziehen jetzt diese Truppen hier rüber. Du ziehst dahin, der Zehner zieht dahin, der Sechser zieht da rein. So. Der Fünfer zieht, versucht irgendwie hier klarzukommen, indem er, ja, na, warte mal, wir hätten, ne, hätten wir den verlegen können? Ne, wir waren hier nicht in der Versorgung zum Verlegen. Okay, wir versuchen es, ihn dorthin zu ziehen. Können wir zwar das nächste Mal nicht verlegen, könnten wir eh nicht, weil wir nur Vierer haben. Aber mal schauen, dann ist er nicht direkt hier in Reichweite. Mal gucken, ob wir die noch mit retten können. So, dann werde ich die Raketenartillerie hier rausziehen. Die können wir an.
anderswo besser gebrauchen. Und so bleiben wir dann erstmal stehen, würde ich sagen. Hier. So, der hält so lange es geht aus. Hier sind wir jetzt, hier ist jetzt eine knifflige Situation insofern entstanden, als dass wir jetzt hier Lücken in der Verteidigung haben. Voronesch muss unbedingt besetzt werden und diese Position eigentlich auch. Wir haben leider nicht so super viele Cores, die wir jetzt hier großartig noch verteilen können. Ich werde mal Folgendes machen. Also Voronesch müssen wir, da werde ich hier eins abziehen und zwar dieses hier. Das benötigen wir nicht. Das verlege ich und damit werden wir Voronesch sichern. So. Die Garnison werde ich erstmal hier oben hinbringen. Ja, da sehen wir schon Panzer. Puh, ja, der wird wahrscheinlich kurz einen Prozess machen mit der Garnison. Außer er hat wieder nicht... Der dürfte eigentlich wieder Versorgungsprobleme haben, ne? Ah, wir kommen... Wir kämen ran, aber wenn ich die da hinbringe, dann ist sie natürlich tot. Eigentlich ist das... Ich wüsste jetzt gern, was der für eine Versorgung hat. Ist einfach sehr verlockender. Wir müssen eigentlich die Panzerabwehr dort reinbringen. Was ich allerdings hier machen werde, ich werde hier mal ein bisschen in die Offensive gehen und hier mal angreifen. 1 zu 4 ist doch nett. Ja, sogar 5. Das war nett, würde ich sagen. Damit kann man leben. Ja, Leute. Das Problem ist, wenn ich da hinziehe, ich mag so eine Kamikaze-Aktion nicht, dann haben wir natürlich das nächste Mal vermutlich dort kaum noch Versorgung. Und das Ding ist quasi weg. Das war hübsch jetzt. Wir haben aber keinen weiteren Angriff. Deswegen ziehen wir hier auch wieder zurück. Tja, Leute, hier in die Stadt. Ich meine, er kann die Stadt jetzt im Moment eh nicht erreichen, meines Erachtens. So viel Versorgung hat er hier nicht. Können wir hier eigentlich was verbessern? Nee, können wir nicht. So, hier sind wir im Angriff. Ah. Ach komm, wisst ihr was? Ich mach's mal. Er ist dadurch wieder abgeschnitten. 3-3. Ist doch nett. Dadurch ist diese Position auf jeden Fall sicher. Er hat Versorgung 0. Er wird... Ah, es ist wir könnten ihm den Panzer kaputt machen, aber wir haben leider nichts in Reichweite. Wir brauchen nur noch einen Schaden machen, dann würde er den verlieren aufgrund Versorgungsschwäche. Der würde da hinkommen. Ah, das ist einfach zu verlockend, Leute. Kriegen wir mit dem Chor einen Schaden? Wir müssen dann aber hier was anderes hinsetzen. Wir müssen vermutlich diese Stadt hier aufgeben. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall lohnenswert. Komm, wir ziehen dahin. Ja, wir kriegen ihn sogar weg. Ja, hervorragend. Wunderbar. Und er war sogar unterversorgt. Ja, perfekt. Sehr gut. Da das hier sowieso... Oder haben wir irgendwo noch ein anderes Chor, was wir dafür nutzen können? Ja, wir können zum... Ja, die Garnison. Ist ein bisschen riskant, ne? Ist mir ein bisschen zu riskant. Das Chor. Er ist hier komplett zurückgezogen. Ja, ist auch riskant. Ja, kommt. Ich nehme die Garnison. Das muss jetzt mal reichen. Zumindest bis zur nächsten Runde muss das reichen. Dafür haben wir einen Panzer zerstört. Das ist schon ganz okay. Ich glaube nicht, dass er von hier dahin zieht. Er will jetzt erstmal den Sack dazu machen. Das ist doch okay. Gut, so, das war... Damit bin ich zufrieden. Vielleicht überlebt ja sogar die Panzerabwehr. Dann haben wir hier die Sache nicht schlecht gemacht. Den nächsten Panzer, den er verloren hat. 2 hat er noch, das wird fallen. Soweit, so gut. So, jetzt widmen wir uns dieser schwierigen Situation. Und zwar gibt es hier einen Knackpunkt. Er versucht jetzt sinnvollerweise, den Kessel quasi wieder zuzumachen oder zu retten, indem er hier auf diese Linie rückt. Das werde ich einmal versuchen zu unterbinden, indem ich den Panzer jetzt hier einsetze. Das wird er nicht so einfach raushauen können. Zumal er dort auch wieder nicht gut versorgt. Ah, 4 ist okay. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir werden diese gesamte Front jetzt unterstützen mit einem Hauptquartier. Und die Frage ist jetzt, sind wir stark genug, um das Hauptquartier sogar in die Stadt zu bringen?
Die Einheit steht hier gefährdet. Aber ich. Es wäre schon richtig gut eigentlich. Ich mach's mal. Ich ziehe die mal vor. Und wir verlegen die hier. Warum verlege ich die jetzt von dort oben? Weil er ganz offensichtlich hier einen Rückzug macht in dem Bereich und sich komplett hier darauf konzentrieren will. Die Schlacht wird jetzt hier geschlagen. Das heißt, wir müssen natürlich auch unsere Truppen dorthin bekommen, wo die Schlacht geschlagen wird. So. Und das ist Tschukov. Ne, das ist Schukow, das ist Sukow, das ist noch ein anderer. Okay, alles klar. Befehlshaberwert 6, der hat 9. Das ist ja der Großartige. So, blöderweise ist natürlich diese Position jetzt heikel. Wir werden die mit dem leichten Panzer vermutlich nicht halten. Ich habe nichts, was ich jetzt dorthin bringen kann. Auf jeden Fall muss die Armee irgendwie gerettet werden. Kann ich die retten? Kann ich sie verlegen? Ja, aber nur. Doch, ich kann es. Das ist gut. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Dann gucken wir mal, wo wir sie am besten hin verlegen, wo die Versorgung so ist, dass wir sie wahrscheinlich sogar in den Bereich. Ja, das ist ganz gut. Das ist hübsch, dass die gerettet wird. Bringe ich sie dahin. Okay. So, ja, diese Position wird er besetzen und dann hat er natürlich den Bereich wieder. Ich will aber den Wald hier nicht aufgeben. Der leichte Panzer, der wird da nicht viel erreichen können, ehrlich gesagt. Wenn wir ihn dahin stellen, lassen wir ihn erstmal da rein. Kurzfristig kriegen wir das hier sowieso nicht gelöst. Wir gucken mal, was jetzt diese Stoßarmee erreichen kann, wenn wir hier hinziehen. Ja, 0,2 immerhin. Sogar 0,3. Leider kann sich die Armee jetzt natürlich retten. Okay, also die ist nicht zerstört, sondern nur hochgradig angeschlagen. Versorgung 5, da kommen wir auch nicht so weit mit. So, das Problem ist, dass er jetzt hier wieder zurückkehrt. Das heißt, wir müssen wieder in diese Position zurückgehen, um das Ganze hier zu sichern. Hilft nichts. 1-1 machen wir nicht. Hier bewegen wir uns auch nicht raus. Ja, wir brauchen jetzt ein besseres Hauptquartier. Wir können. Wie ist die Versorgungslage hier? 4-5. Wir können das immerhin noch auf 5 bringen. Hier oben 3, 3, 4. Tja, ich denke, die Armee bleibt weiter hier. Und die ziehen wir mal von 4 in Richtung 4. Schwierig. Ich lasse sie mal hier in den Vierer-Versorgungsbereich. Oder in den Wald, das wäre noch gut, aber das ist eine Versorgung von 2. Das gefällt mir nicht so richtig. Tja, oder hier näher ran. Da können wir die vielleicht sogar herausbringen. Ich bringe sie mal dort rein. Und dann mache ich das tatsächlich, dass ich die auf 5 bringe. So. Die Partisanen, mit denen werden wir nicht angreifen, wir werden einfach mit denen mal weiterziehen. Ach, jetzt können wir mal angreifen. Okay, jetzt ziehen sie zurück. Auch nicht schlecht. Dann sieht er uns hier nicht. Das ist auch ganz nett. Die Partisanen haben, glaube ich, immer eine Mindestversorgung von 3. So. Joa. Sehr schön. Erstmal der Panzer hier. Mit dem können wir offensiv nichts machen. Der muss aber da irgendwie die Stellung halten. Die können wir nicht aufgeben. Also, das ist, glaube ich, das Beste, was wir jetzt aus der Nummer rausholen können. Aber ich habe gesagt, dass ich diesen Bereich ja hier stärken will. Und das mache ich, indem ich hier noch eine weitere Verlegung durchziehe. Die Frage ist, wir hatten es ja schon mal probiert. Wir können, glaube ich, hier offensiv nicht viel erreichen. Ich bin nämlich überlegen, ob ich hier noch eine Armee hierhin verlege, irgendwie in den Bereich. Ah, wisst ihr was? Ich hätte hierhin verlegen können. Ja, das wäre sogar besser gewesen, als diese dorthin zu bringen. Ich bringe jetzt hier mal unsere Elite-Truppe dorthin. Und dann mache ich ein bisschen Verschiebebahnhof. Also, das heißt, ich ziehe den dorthin. Verlege die Einheit dorthin, weil er eh nicht angreift. Hier können wir die viel besser gebrauchen. Hier gehe ich nochmal vor, um zu checken, ob nicht hier doch was drin ist mit unserer tollen Armee. Nee, es ist wirklich
doof. Hier erreichen wir nicht viel, aber ich lasse die jetzt mal dort stehen. Die bringe ich in diese Position. So. Ja, jetzt, ich meinte, er kann natürlich jetzt unser Hauptquartier erreichen, ne? Das ist jetzt das Heikle an dieser Kiste jetzt, so wie ich es gemacht habe. Aber ich glaube nicht, dass er sich jetzt nördlich wegbewegt. Würde ich jetzt massiv mal bezweifeln. Das müssen wir, glaube ich, jetzt mal riskieren. Jetzt ist der Moment, wo wir den Panzerzug mal upgraden, weil wir kein so tolles Ziel jetzt hier zur Verfügung haben. Schaut mal, das können wir, das ist, glaube ich, sogar besser, wenn wir das so machen. Wobei die Position sollte eigentlich auch besetzt sein. Ja, wir können aber hier auch noch eine Verlegung machen, weil hier oben zieht er ganz offensichtlich weg. Das heißt, wir müssen hier nicht so massiv stehen. Du kommst auf jeden Fall hier runter. Das Korps sichert das. Das genügt. Das genügt hier auch. Wir können dich auf 10 bringen hier oben. Das ist auch okay. Ja, passt auf. Wir machen das so. Wie weit kommen wir hier mit einer Verlegung? Ja, schaut mal. Dann sichern wir das so ab. Das ist gut. So, wir haben immer noch einen Bomber. Was kann denn der Bomber hier vielleicht noch erreichen? Vielleicht in dem Bereich hier was Gutes tun? Ich bin mir nicht ganz sicher. Prognosen sind unklar. Ob sich diese Angriffe lohnen, bezweifle ich ehrlich gesagt. Angriff aufs Hauptquartier. Wir können es ja mal probieren. Warum eigentlich nicht? Aber wie ist es eigentlich hier? Ja, schaut mal. Der Bomber ist gar nicht unterstellt, ne? Das sollten wir vielleicht nochmal ändern. Hier können wir das nicht mehr abbrechen. Freistellen. Unterstellen. Freistellen. Unterstellen. Halt, nee, warte mal. Freistellen. Unterstellen. So machen wir das lieber. Und dann fliegen wir einfach mal aufs Hauptquartier. Mal gucken, was passiert. Natürlich fliegen Abfangjäger. Unsere Eskorten sind. Machen 2 Schaden. Ist doch nett. Kriegen 3. Wir kriegen ein und das Hauptquartier. Ja, kriegt gar keinen. Das wird häufig kommentiert. Ich soll im Hauptquartier angreifen. Die Hauptquartiere sind sehr, 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 sehr schwierig anzugreifen. Also, wie man sieht. Das war jetzt eher ernüchternd. Das hat also ganz offensichtlich nicht viel gebracht. Insofern werden wir das auch in Zukunft jetzt nicht unbedingt weitertreiben. Die Positionierung hier gefällt mir erstmal ganz gut. Wir werden die auf 10 bringen. Da geht es nicht mehr. Hier bleiben wir so stehen. Und hier sind wir jetzt sehr schön auch in der Lage, die auf Stufe 2 zu bringen. Okay, da wir ganz offensichtlich nicht mit einem Angriff auf Stalingrad rechnen müssen, möglicherweise will er hier in Richtung Moskau abdrehen, werden wir einfach hier weiter Moskau befestigen. Und zwar als nächstes hier, würde ich sagen. Und zwar, ja, auf 4 Seiten. Wenn, dann machen wir es jetzt richtig. So, drehen wir das Ganze so. Dann geht es hier ab. Ja, dann werden wir hier natürlich. Sind die geflogen? Ich dachte, die wären geflogen. Warum sind die denn geflogen? Oder warum kann ich die nicht reparieren? Okay, das ist natürlich dämlich. Die hatten noch nur 4, die hätten da gar nicht fliegen dürfen. Oder bin ich jetzt irgendwie komplett im falschen Film? Ich weiß gar nicht, was hier passiert, warum ich mit denen nichts machen kann. Na gut, okay, müssen wir das nächste Mal machen. So, hier oben. Die haben ihre Position neu bezogen. 1-1, 1-0 gegen uns lohnt sich natürlich nicht. So, das heißt jetzt hier eine Finnland-Aktion steht jetzt nicht zur Debatte. Wir müssen einfach so bleiben, wie wir hier sind. Okay, damit sind wir im Prinzip durch. Halt, hier oben. Er versucht. Ah, okay, er belagert jetzt Murmansk. Das ist sein Ziel, sodass uns nach und nach hier die Versorgung flöten geht. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, wie er uns erledigen kann. Das ist wohl so. Ja, mal sehen. Gut, wir können da im Moment nichts gegen
tun. So, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Glaube nicht. Ne, hier ist ja der Feind, steht daneben. Ne, das dürfte es jetzt erstmal gewesen sein. Ja, also größtes Erfolgserlebnis hier war jetzt die Zerstörung dieses Panzers. Das hat uns auch geholfen. Auch das war hier ganz gut. Bin eigentlich durchaus zufrieden mit dem Zug hier. Die Hoffnung, dass wir Kiew freikriegen, bin mir nicht ganz sicher. Aber hier haben wir jetzt einiges zusammengezogen. Hier wird es jetzt ein interessantes Gefecht hier geben um Briansk. Das wird entscheidend sein bezüglich dieser Frage. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch die 997 Produktionspunkte der Sowjets irgendwie sinnvoll auszugeben. Wir sind bei der Forschung voll bei den Sowjets. Da können wir nichts mehr machen. Wir können aber in der Diplomatie noch was machen. Ne? Da können wir noch. Nee, haben wir auch nichts mehr. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kaufen, kaufen, kaufen. Vergünstigt ist nichts mehr. Wir werden weiter Stoßarmeen und Panzer, glaube ich, kaufen. Ganz, ganz banal. 262. Dann, wenn dann gleich schwere Panzer. 345. So. Panzerzug hatten wir schon einen. Ja, damit mache ich jetzt einfach weiter. Die Mechanisierten sind eigentlich auch ganz gut. So für Spezialeinsätze gönnen wir uns auch noch mal welche. 262. Und das war es dann, glaube ich, auch. Obwohl dann, glaube ich, lass uns lieber doch noch einen schweren Panzer dazu holen. Dann haben wir es nämlich relativ gut ausgeschöpft mit den 319. 390, 375 kosten die. Ja, kaufen. Okay, wir gucken in die Produktion rein. Wir kriegen in der nächsten Runde diese vier Einheiten. Weiß gar nicht. Oder vielleicht noch diese dazu. Das wäre natürlich der Hammer. Das wäre natürlich der Hammer, wenn wir diese sieben Einheiten bekämen. Also vor allem die zwei Panzer können wir natürlich dann super gebrauchen. Auf jeden Fall diese vier, immerhin Korps, die brauchen wir jetzt auch dringend zur Verstärkung der Verteidigung. Okay, damit sind wir durch. Wir beenden den Zug. Ja, Nachschubmangel. Und die Seeeinheiten sind unterwegs. Ah, sehr schön. Saudi-Arabien. Wir bin jetzt mal gespannt, ob das was bringt. Vielleicht auch erst in der nächsten Runde. Artilleriewaffen. Ne, hier hat es noch nichts gebracht. So. Ja. Ansonsten alles gut. Noch läuft das über Vladivostok. Im Winter werden wir diese 80 verlieren, wenn Murmansk nicht befreit ist. Naja. Wir werden es auch noch irgendwie verkraften können, würde ich mal sagen. Okay, das wär's mit der ersten Runde. Bis zum nächsten Mal. In der ersten Runde dieser Staffel. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.